Barbie-Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Die Prinzessin, die Prinzessin. Irgendwas ganz lecker. Mal sehen, was es heute zu essen gibt. Was ist das für ein köstlicher Geruch? Hast du irgendwas gekocht? Nein. Was machst du da eigentlich? Ich bastel eine Dekoration. Wir machen eine Party. Alles Gute für mich, alles Gute für mich. Ich hab Geburtstag. Hurra! Ach, eine Geburtstagsfeier für den General. Aha. Hast du ein Geschenk für ihn? Ein Geschenk? Brauche ich denn eins? Naja. Oh nein, was kann ich ihm denn schenken? Ich hab keine Zeit mehr. Oh, ich kann's kaum erwarten, Nessie. Es gibt eine richtige Feier mit Geschenken und Kuchen und allem drum und dran. Ich kann ihm einen Geburtstagskuchen machen. Das ist eine Idee. Oh, ich hab heute Geburtstag. Haben Sie schon gehört? Schon mehrmals. Ich backe einen riesengroßen Geburtstagskuchen. Was? No. Ich bin ihr der Koch, also muss ich den Kuchen backen, ne? Mir ist es zuerst eingefallen, also back ich den Kuchen. Das glaube ich eher nicht. Ich will aber backen. Ich bin der Küchenchef. Ich bin fürs Essen zuständig. Ich habe auch schon oft Essen gemacht. Zum Beispiel Milch. Ich habe Frühstücksflocken gemacht. Ich habe Sandkuchen gebacken. Und ich habe schon Abendessen gemacht. Für Moor und Schlamper. Aber das war doch nicht richtiges Kochen, ne? Ich habe schon richtig gekocht. Um richtig zu kochen, braucht man Talent und Künstlerischkeit. Wieso macht ihr den Kuchen nicht einfach zusammen? Ich kann ohne ihn meinen Kuchen backen. Ich bin ein Künstler und ich arbeite allein. Oh je. Sie sind beide so stur. Wenn sie beide einmachen. Das ist eine gute Idee. Oh. Hör mal, mein Schätzchen. Was denn? Wir haben beschlossen, dass ihr beide, du und der Koch, einen Kuchen backen könnt. Ui. Du siehst aber fröhlich aus. Mein Kuchen wird der richtige. Aber sie wollen nicht, dass der Koch beleidigt ist. Auf die Plätze. Fertig. Los! Also dann. Ah, no! Böse Katze! Raus! Usch, 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 usch! Oh, armer Moor! Armer Moor? Aber ich dulde keine Tiere in meiner Küche, Prinzessin. Moor muss hier bleiben. Er hilft mir nämlich. Was? Er hilft dir backen? Ja, er ist mein Vorkoster. So. Bitte sehr. Sitzt du schön bequem? Gut. Oh ja, die sind gut. Und ich brauche das und... Oh, den brauche ich auch. Und Schokolade ist immer lecker in Kuchen. Hallo. Bereitet ihr hier irgendwas vor für meinen Geburtstag? Du darfst erst gucken, wenn es fertig ist. Verzeihung. Und jetzt noch etwas Mehl. Was ist denn das Weiße da? Das ist Mehl. Und ist das wichtig beim Kuchenbacken? Oh ja, sehr wichtig, Prinzessin. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Hey, no, das ist mein Mehl für meinen Kuchen. Nein, das. Oh. Jetzt sieh dir an, was du gemacht hast, eh?
Alles Gute für mich, alles Gute für mich, alles Gute, alles Gute, alles Gute für mich. Also, Vorkoster, du musst mir jetzt sagen, was lecker ist. Willst du die Sache nicht selbst probieren, Prinzessin? Ich bin die Köchin und Moor ist mein Vorkoster. Rosinenmoor? Moor will sie nicht essen. Wie ist das bei dir, wenn du nicht essen willst? Oh. Hier kommt das Flugzeug. Oh. Bist du ganz sicher? Ich glaube, die mag Moor nicht. Kirschen vielleicht? Zitrone? Ja! Zitrone lieber nicht. Frühstücksflocken vielleicht? Die Frühstücksflocken schmecken dir also. Frühstücksflocken, Kekse, Bananen, Pudding. Was ist denn? Bist du sicher? Dann klebt alles besser zusammen. Schokolade, 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 ein Lolli, Schokolade, Milchreis, Schokolade. Das ist ja ganz schön viel. Gar nicht. Je mehr Schokolade drin ist, umso leckerer ist es. Entschuldigt mal, ihr Hasen. Wisst ihr eigentlich, wer heute Geburtstag hat? Das ist richtig. Ich hab Geburtstag. Oh, ach du liebe Zeit. Kannst du ihn für mich in den Ofen schieben? Ich muss doch noch die Verzierung machen. Du willst das in den Ofen schieben? Natürlich. Na schön. Ich mag Zuckerguss. Er ist so schön matschig. Ja, das sehe ich. Was machst du da? Ich mache eine schöne Verzierung für meinen Kuchen. Ich matsch das zusammen und form den Körper. Das wird ein Arm und noch ein Arm. Und dann brauche ich noch rote Farbe für die Uniform. Meine Uniform. Ich nehme Schokotrops für die Augen und die Nase, Lakritze für die Stiefel, eine Schokoladenrolle für die Mütze und Bonbons für die Knöpfe. Nein, Nessie, geh weg. Sag dem General, er darf erst schauen, wenn ich fertig bin. Die Kuchen sind bald fertig. Dauert nicht mehr lang. Kuchen backen ist doch ganz leicht. Und ich mache jetzt jeden Tag einen. Er ist fertig. Fertig. Oh, sieh dir das an. Er ist wieder mal ein Kunstwerk. Er sieht nicht so gut aus. Ich probiere ihn mal. Das ist mal was anderes. Er ist ganz furchtbar. Sei nicht traurig, Prinzessin. Einen Kuchen zu backen ist sehr knifflig. Manchmal sogar für mich. Aber jetzt habe ich keine Überraschung für den General. Aber sieh mal, du hast eine sehr schöne Verzierung gemacht, hä? Das stimmt. Und dein Kuchen hat noch gar keine Verzierung. Nehmen wir doch einfach deine dafür. Das hast du schön gemacht. Er riecht lecker. Und er sieht lecker aus. Tada! Seht euch das an. Ganz leise sein. Der General ist im Anmarsch. Hier geht's rein, Geburtstagskind. Ich guck auch nicht. Immer geradeaus. Ich guck auch nicht. Ein Stück. Jetzt
Jetzt darfst du die Augen aufmachen, General. Oh, wie schön. Was für ein toller Geburtstagskuchen. Wer hat denn den gemacht? Das war ich. Wir haben ihn zusammen gemacht. Das bin ja ich. Sehe ich nicht zum Anbeißen aus? Ja. voilà. Oh. Hervorragend. Köstlich. Mein Lieblingskuchen. Und die Füllung. Schmeckt sie dir auch? Lecker. Schaut mal alle her. Jetzt esse ich meine Mütze. Oh.